Halli und hallo und herzlich willkommen zurück bei Guild Wars 2. Ich bin euer LP Storm und beim letzten Mal haben wir eine schöne Event-Quest hier absolviert, wo wir hier Schrott einsammeln mussten und das zu einem Typen hier bringen mussten, wo wir dann halt, ja, ne, dieser Typ heißt Nuklus Faulnacht. Komischer Name, kann man auch ganz blöd ausquatschen. Muss man so sagen. Ja, zudem haben wir das gebracht und er hat das irgendwie wohl benötigt, um was zu reparieren. Irgendwie so eine Kreisschnodder da, Säge. Keine genaue Ahnung, weiß ich jetzt nicht so genau. Irgendwas brauchte er das, um was zu reparieren. Im Sägewerk. Und ja. Wir befinden uns jetzt hier immer noch auf so einem kleinen Felsen, wo wir mal hier uns jetzt auf die Karte so orientieren können, was wir jetzt als nächstes machen können. Hier vorne ist schon wieder eine weitere Event-Quest. Dann haben wir das Einrennen hier irgendwo, Herzenquesten, zwei Stück noch an der Zahl, die wir auch machen können. Wir können natürlich aber auch hier uns jetzt hier Fertigkeitenpunkte holen. Könnten wir auch machen. Oder wir schauen hier und decken Karte auf. Ja. Es ist ein bisschen schwierig zu sagen, was wir jetzt als nächstes machen. Aber ich denke mir mal immer, dass wir das machen werden, was wir hier in der Nähe haben. Und da haben wir jetzt nun mal eine Herzchenquest, wo helft den Arbeiter der Blutklinge Sägewerk. Verwendet Sprengstoff aus dem Sägewerk, um Baumstümpfe und Wassernester zu beseitigen. Fällt Baumsprösslinge des Blutklingen-Sägewerks und bringe das Holz zu einer Feuerstelle. Das wäre jetzt malerweise eigentlich die Herzchen-Quest, die dann hier in der Nähe für uns wäre. Und ich denke mal auch, dass wir dann mal halt dahin gehen werden. Ich muss jetzt hier erstmal gucken, wie ich hier runterkomme. Ich will ja nicht unbedingt hier jetzt groß Schaden nehmen. So, wir werden jetzt auch hier uns mal in der Richtung vorbewegen. Und da wird auch schon die nächste Event-Quest bei uns reingeschneit. 3 von 4 wurde schon gemacht. Also die Leute sind da schon dabei. Wir können ja mal hier mit einsteigen. Ist wohl hier so eine Art kleine Gruppe unterwegs. Wir gehen einfach mal mit. Wir schließen uns mal an. Ihr seid so gut wie tot, Verräter. So. So. Ey. Wäre doch gelacht. In der Gruppe geht das immer alles ein bisschen fixer und schneller so vonstatten. So, Standgewehre können wir wieder einsammeln. Und was hier so ein bisschen rumliegt, so als Kleinkram. Und wir rennen einfach hier die Gruppe hinterher. Hirnloser Abschaum. Da kommt auch schon die nächste Runde. So. Auch ganz schnell erledigt. Eisenschild, nicht falsche Götter. Richtig. So sieht das aus. Eisen schützt und keine falschen Götter. Wir haben es fast geschafft. Erledige sie. Erledige sie, jawohl. Standgewehr hinpacken. So. Können wir hier noch ein bisschen was hinsprühen, damit sie nicht so kleben bleiben. Da siehst du, der lief ja wie geschmiert. So, ich weiß jetzt nicht, wo die jetzt hier reingehen. Ich denke mal, die gehen jetzt hier in diese... Jetzt kommt der wirklich lustige Teil. Wir werden uns in das Hauptquartier der Flammenlegion einschleichen. Ich will keine Überlebenden sehen. Klar? Verstanden. Folgt mir. Jawohl. Also wir müssen jetzt rein und die Flammenlegion ausschalten und keine Überlebende machen.
nicht falsche Götter. Und das dürfte ja eigentlich kein großes Problem darstellen, da wir ja eine gute Linie sind. Es sei denn natürlich, die überrennen uns natürlich. Ach, das geht hier auch noch auf Zeit. Ich werde ja bekloppt. Und ich habe eine weitere Wegmarke hier auch noch freigelegt. Und wie man hier so schön sieht, die Monster sind hier Eisen schon schützt. Nicht 24 vom Level her. Ja. Aufteilen! Ich übernehme den oberen Bereich. Kümmert ihr euch um den unteren? Das so. Gehört die Festung uns. Jawohl. Wir werden mal hier diese Flammenturm auch ausschalten. Auf der linken Seite. Weil die sind ja auch ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, nicht schön. Dann werden wir ihn hier unterstützen. Der ist auch, den haben auch geholfen. So. Ich weiß gar nicht, wieso teilen die sich jetzt hier auf. Ja. So, gut, dann gehen wir hier lang. Schnell. So. Ja. Will er jetzt hier nicht mal mit angreifen oder was ist hier los? Oh, der ist weg. Oh, der ist schon Level 25. Ah, der ist schon ein bisschen stärker. So. Aber ich glaube, den kriegen wir noch. Ja. Für die Eisenlegion. Ja, für die Eisenlegion. So, den haben wir auch hier vor uns. Stellen wir einen hier hin. So. So. Also hier unten scheint wohl alles im grünen Bereich zu sein. Wir haben jetzt hier den Bereich schon so gut wie... Schnell! Muss hier mal einen hinstellen. Fress Schmerz. Au, au, au. Ich geh gleich hier hops, würde ich sagen. So. Ich muss ihn hier mal schnell wiederbeleben. Den guten. Alleine schaffe ich das nämlich nicht. So. Wir haben den oberen Bereich unter Kontrolle. Nehmt den Rest des Tempels ein. Jawohl. So, wir müssen jetzt den Rest des Tempels einnehmen. Gucken, wo jetzt hier... Wo er jetzt lang geht. Ich werde ihm mal hier schnell helfen. So. Wo geht sie lang? Ach, da oben, ne? Geht sie hoch? Na, komme ich hier nicht hoch? Doch. Wir müssen nämlich jetzt auch nach oben hin. So. Damit ist der auch weg. So, müssen wir jetzt hier rüber? Ich weiß es nicht. Ich laufe mal jetzt der Guten einfach mal hinterher. Hier oben rennt einer von uns. Die Flammenlegion zieht sich zurück. Sie haben im Nordosten ein Portal geöffnet. Der Stützpunkt ist gesichert. Alles klar. Die haben sich zurückgezogen und haben da ein Portal geöffnet. Sehe ich schon von hier. Und wir gehen mal hier rauf. Hüpfen mal hier rauf. Hüpfen mal hier rauf. Und hüpfen da rauf. Und dann drücken wir noch die F-Taste und... können hier so mal ein bisschen schauen, ob keiner schaut. Ja, der Himmel ist schwarz durch diesen scheiß Rauch und Ruß. Aber nett gemacht. So. Das gab natürlich wieder Erfahrungspunkte. Müssen wir den jetzt hinterher oder wie oder was? Ja, wir müssen den jetzt hinterher. Dann
werden wir doch mal hinterhergehen. Dieser Plateau. Ach du heilige Makrele, was geht jetzt ab? Ja, wir haben jetzt 9 von 15 haben wir hier erledigt. Und hier geht's auch schon zur Sache. Ich sterbe. So. Der hat einen blauen Schuh gedroppt. Müssen wir den jetzt besiegen? Na, den kloppen wir doch mal schnell weg. So, den nehmen wir auch noch mal weg hier. Macht gibt mir recht. So, und weg ist er. So, wo müssen wir jetzt lang eigentlich? Ich weiß das nicht. Müssen wir hier runter? Ich gehe einfach mal mit der Gruppe. Ja. Ah, hier kommt uns allerhand ein Gegner entgegen. Auch hier ist schon ein Geschützturm. Ist verlassen. Hier ist scheinbar nichts zu sein. Also müssen wir wieder hier hoch. Und müssen dann noch weiter runter. Flink und sicher. Ja. Sie scheint eine Mesmerin zu sein. Oh. Wer ist er? Ein Veteran Flammenlegion Entzünder. Alter, die alte ist ja Kess. Ach, die ist ja geil hier, die Ingenieurin. Alter. Die hat uns ja ganz schön weggebonnert eben. Aber wir gehen mal hier rein. So. Hallo? Was passiert jetzt hier? Ich weiß es nicht. Wie, jetzt müssen wir hier hoch? Ach, nun hör aber auf. Ach, da ist eine Kette. Ich werf mir das Ding hier mal weg. So. Und komisch. Okay, also hier ist irgendwie nichts. Dann müssen wir hier weiter gucken. Ja. Ach, dieser Schmerz. Au. Was? Ich bin ja hier fast tot. Muss man hier mich heilen? Ich bin unglaublich. Meisterin der Pistolen. Yeah, ich habe 500 von 500 Todesschüsse. Wir haben sozusagen, wenn man das so richtig nennen könnte, einen Titel, glaube ich, wäre das. Au, was geht ab? Ich hatte irgendwas getroffen. So. Was müssen wir die bekämpfen da unten? So, die sind auch weg. Ist hier noch was? Nee, ne? Also hier ist nichts. Weiter müssen wir wieder nach oben. Oder doch nicht? Wo kommen die her mit mal?
Macht gibt mir recht. Ja, so sieht das aus, so sieht das aus, liebe Freunde. So. Hier ist jetzt aber nichts. Hier müssen wir wieder... Alter, wo kommen die her? Wo schwimmen die denn hin? Ach, hier ist was. Eine Kette. Zieht man die Kette. Sehr komisch. Merkwürdig. Ah, guck an. Jetzt hat sich da der Weg freigelegt. Da wollen wir mal schnell hindurchschwimmen. Alter, die sind hier auch schon Level 27. Das ist ja... Igitt! Abscheulich. So, damit sind sie auch schon tot. Schnell mal hier durchschwimmen. Ja. Sind das hier für Särge? Fresst Schmerz. Aua, 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 aua. Flammenlegion Pirsche. So, der ist weg. Der Pirsche. Ist noch einer. Stehe ich jetzt alleine da? So, ich habe keinen Plan, wo hier was jetzt ist. Ich glaube, wir haben uns ein klein wenig ablenken lassen hier von unserem eigentlichen Hauptziel. Gehe ich mal von aus, möglich, dass ich nicht überlebe. Wo wir jetzt hier sind, weiß ich nicht. Mal gucken, wo uns das Ganze hier jetzt noch hinführt. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Alter, jetzt greift mich hier auch noch ein Hai an. Wo kommen die alle her, sag mal? Haben die kein Zuhause? So, wo schwimmen wir jetzt lang? Ne, müssen wir hier abbiegen. Nein, ne. Ja, man kann sich hier ein bisschen schlecht fortbewegen. So. Fall um, du etwas Riesiges. Oh, hier ist ja noch einer. Den sollten wir eigentlich auch packen zu zweit. Dürfte ja eigentlich kein Problem sein. So, den haben wir auch gepackt. So. Damit sind wir jetzt hier... Ja, keine Ahnung, wo wir jetzt hier sind.
Ja. Das scheint irgendwie so eine unterirdische Falle zu sein. Ich weiß gar nicht, wo ist die jetzt? Die ist abgehauen. Okay. Wir haben uns hier total verirrt, würde ich mal so sagen. Wir werden uns mal hier hinporten und gucken, ob wir... Wir sind eigentlich von hier gekommen und sind hier hinten gelandet. Wir werden uns mal hier hinporten und gucken mal, was wir dann... Orientieren uns mal neu. Kommt auch mal vor, dass man sich hier mal irgendwie ziemlich schnell verläuft, verdunsend. Hier, guck mal, das ist noch ein tierischer Bug. Ich habe mir gerade noch meine Maske aufgehabt. So, das sind hier die Skullverderber. Ja. Ich bin unglaublich. Naja gut, da habt ihr auch mal einen kleinen Einblick mal von bekommen, wie man sich auch mal schnell verlaufen kann in Guild Wars. Wenn man Leute folgt, in dem Sinne jetzt, ne? Ja. Die halt auch nicht wissen so recht, wo es lang geht. War jetzt aber nicht so schlimm, muss ich mal sagen. Also, es ist halt ein Rollenspiel und an erster Linie ist da, muss da auch der Spaß da gegeben sein und... Moment, was war jetzt da? Hat jetzt irgendwas aufgeleuchtet, oder? Ich hab schon langsam Hallos, wa? Gucken, wo uns das hier hinleuchtet. Das war ja die Quest. Wir können ja mal versuchen, hier rüber zu schwimmen. Um uns vielleicht noch den Fertigkeitspunkt zu holen. Wenn der nicht so schwer ist. Müssen wir mal schauen. Ja. Schön am Land bleiben. Welches Level haben die? 23. Müssten wir packen. Jetzt vom Schwierigkeitsgrad ja nicht so hoch. So, damit ist auch schon weg. Schnell. Hier war wohl schon einer. Hier nehme ich natürlich das Gall. Ja. Au, diese Säure, da müsst ihr aufpassen. Die ätzt euch weg. Und schon ist ein neuer gespawnt. Ein bisschen mal Geschwindigkeit hier reinbringen. So. So, jetzt gehen wir mal hier hin. Warnung, Stumpfzahn, der Skull, Fertigkeitsstufenanforderung, bla bla bla. Oh oh oh. Heilen hier. Ja. Alter, ich liege, ich liege. Gibt's doch nicht. Ich lag grad. Aber das schaffen wir. So, siehst du, und damit haben wir noch unsere Fertigkeit geholt. Und wir killen mal hier noch schnell ein paar Monster. Vielleicht schaffen wir das ja noch, auf unsere Level 29 zu kommen. Das wäre doch ein guter, perfekter Abschluss. So. Ich sehe schon wieder hier vorne einen neuen... 9999, neue Wegmarke. Wir werden einfach mal da hinschwimmen. Und werden uns die mal holen. Wenn ich da hinkomme. Schnell. Weil dann haben wir unser Level hier auch erreicht.
Schnell hier oben rauf. Hier oben lang. Zubli-zub. Müssen wir jetzt hier den Berg hochlaufen oder was? Ja, wir müssen hier den Berg hochlaufen. Ach, da ist auch eine weitere Aussichtspunkt. Der Ruhm gebührt mir allein. Siehste, und damit haben wir es geschafft, liebe Freunde. Wir sind Level up geworden. Und haben jetzt Level 29 erreicht. Und dafür brauchen wir nur noch ein Level. Und dann haben wir die 30 geknackt. Und können dann endlich unsere nächste Fähigkeit lernen. Und dann haben wir dann eine Tierform. Wir müssen uns dann nachher noch entscheiden. Gut, ich beende jetzt an der Stelle erstmal den Part oder die Folge. Und ja, hat es euch gefallen? Schreibt es mir in die Kommentare. Macht einen Daumen hoch. Würde mich sehr drüber tierisch freuen. Und ja, ich sag mal bis zum nächsten Mal. Euer LP Store 100. Ich sag ciao.